Ja, moin Leute, Teros hier und willkommen zum ersten, aber mit Sicherheit nicht letzten Battlefield 3 Gameplay der Release-Version. Und ja, ich bin mir sicher, also ich habe selber gemerkt, dass eure Subbox ja voll damit sein wird mit Battlefield 3 Videos. Aber ja, da will ich mich natürlich auch nicht lumpen lassen, möchte ich auch so meine Meinung zu gewissen Themen kundtun, auch mal, auf jeden Fall auch erstmal Gameplay überhaupt zeigen. Und ja, es handelt sich dabei um Team Deathmatch auf der Map Zen Crossing. Ich hoffe, ich habe es halbwegs richtig ausgesprochen. Also ich hatte 2, 4 Jahre lang jetzt Französisch gehabt in der Schule, aber ja, da ist wenig hängen geblieben, was Aussprache und so weiter angeht. Vielleicht kann das ja einer irgendwie bestätigen oder verbessern. Also auf jeden Fall kommt einem das Map-Design auch aus der letzten Basis von Operation Metro, also der Beta-Map, bekannt vor. Es liegt natürlich daran, dass beide jetzt in Paris spielen, natürlich eine ähnliche Architektur haben und ja, sieht auch, denke ich mal, ganz nett aus, so die Map. Aber ja, was die US-Armee jetzt in Paris treibt, wüsste ich auch mal gerne, aber das wird sie mit Sicherheit auch klären, wenn ich den Singleplayer mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehme. Und ja, das Ganze dann eben mit der Assault-Klasse und der M416, das ist die zweite Waffe, die man eben freischalten kann mit dieser Klasse. Und ja, die ist eigentlich schon ganz vernünftig, sag ich mal. Und das Gameplay ist für Battlefield-Verhältnisse auch erstaunlich kurz, also es liegt einfach an diesem neuen Modus. Man kennt das ja so aus, wenn man Rush oder auch Conquest-Gameplays anschaut, die sind ja meistens so 20 bis 30 Minuten. Ja, also Rush kann auch mal schneller gehen, wenn man ein gutes Team hat oder eben die Gegner entsprechend schlecht sind, aber ja, Team Deathmatch-Runden sind eben meistens in Battlefield 3 jetzt so zwischen 6 und 10 Minuten lang und ja, das liegt nun mal daran, dass ja, das Ganze eben ja, weniger Objective ist, sondern einfach nur um Kills geht und sind eben, finde ich, auch perfekte Häppchen für YouTube. Also ich bin halt eben jemand, der sich schwer tut, am Stück Videos anzuschauen, die 30 Minuten lang sind. Also das kann ich machen bei verschiedenen Videos, hier und da halt 30 Minuten insgesamt, aber ein einzelnes Video wirklich 30 Minuten dauerhaft angucken und sich da immer voll konzentrieren zu können und immer darauf zu achten, worum es gerade geht und so weiter, ist schwierig und ist doch schwer, das unterhalten zu kommentieren, finde ich. Das haben nur wenige richtig drauf. Von daher denke ich mal, so ein ganz gutes Gameplay für den Anfang über Battlefield 3 zu reden. Und ja, ich werde auf jeden Fall noch lange Conquest-Runden zeigen, einfach weil das eben nun mal eigentlich Battlefield ist. Also Rush ist ja auch ein eher neuer Spielmodi seit Bad Company. Und Conquest gab es eben schon immer, von daher denke ich mal, werde ich da mal was zeigen, auch in Zukunft. Und ja, ich finde auch solche Gameplays, solche längeren dann, werden noch besser geeignet sein, um mehr ins Detail zu gehen. Also ich habe das Spiel halt erst seit Mittwoch, also seit 3 Tagen und ich fände es auch jetzt nicht so angebracht, wenn ich jetzt schon anfangen würde, da groß ins Detail zu gehen und über vieles zu erzählen. Weil es kann sich ja noch vieles ändern, wenn ich halt selber besser werde und mehr Erfahrung sammle, weil ich eben noch ein Anfänger bin in dem Spiel. Und dementsprechend werde ich da eben mehr Erfahrung in den nächsten Tagen sammeln und dann auch mehr ins Detail gehen mit längeren Videos. Aber dementsprechend einfach jetzt so meine Eindrücke, die ich sammeln konnte. Und ich muss ehrlich sagen, ja, nach den ersten Runden Team Deathmatch war ich der festen Überzeugung, dass der Spielmodus eigentlich unspielbar ist. Und man muss auch sagen, er gehört nicht wirklich in Battlefield rein. Also ja, die Objectives, die Vehikel und dass dieses Squad-Zusammenspiel, das ist auch wirklich, es fehlt einfach, es ist minimal vorhanden. Und ja, man spawnt auch zufällig irgendwo auf der Map und das ist auch wirklich dann zufällig. Also zum Beispiel 1 Meter hinter dem Gegner und so weiter, das kann halt schon ordentlich frustrieren. Und ich denke, da ging es dabei auch hauptsächlich darum, auch die COD-Spiele anzusprechen, die halt mit den anderen Modi nicht so viel anfangen können oder sich da halt erstmal rantasten können über Team Deathmatch zu den anderen Spielmodi. Ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Weg ist, aber da ja, kann ich schwer sagen. Auch für mich ist es eben nur so was für zwischendurch, mal hier und da eine Runde Team Deathmatch, aber ansonsten will ich halt schon lieber Conquest und manchmal auch eben Rush spielen und dementsprechend mal schauen, ob Team Deathmatch wirklich was von Dauer ist. Und ich, ja, dementsprechend habe ich auch erstmal ordentlich auf den Sack bekommen im Team Deathmatch, weil du einfach ständig halt Gegner hast, die hinter dir spawnen und wenn du zu offensiv spielst, ist man eigentlich nur am Sterben. Das liegt halt eben an diesem Spawn-System und dementsprechend muss man auch eher defensiv spielen. Also dementsprechend kann man da immer schon sagen, was ich hier mache, ist vielleicht teilweise campen. Aber ich finde, es ist der einzige Weg im Team Deathmatch, unnötige Tode zu verhindern, dass man eben bisschen sich vortastet, vielleicht auch mit anderen Teammates, die einen nach hinten absichern und dann eben ja einen Bereich absichert kann und halt hält und dann eben dementsprechend ab und zu mal ein paar Pushes nach vorne wagt, um die Gegner irgendwie halt zu verdrängen, aber ansonsten halt doch sich eher zurückhält und eben seine Spots behält, dass man eben nicht ständig dass die Gefahr läuft, ja, das Gegner hinter einem Spawn, wenn man sich eben zu stark nach vorne bewegt. Und ja, das ist eben so meine Meinung zu der Spielweise. Ist vielleicht nicht unbedingt eine, die ich gerne an den Tag lege, aber so ist es halt eben. Und ob das Spiel jetzt dem Gehalt gerecht wird, kann ich noch nicht sagen, aber ich denke mal, das wird sich auch in den nächsten Wochen erst zeigen, ob das Spiel jetzt wirklich, was damit so in Zukunft passieren wird. Jetzt vor allem auch in Bezug auf M3, also verkaufszahlenmäßig. Ja, wird, denke ich mal, ja, Modern Warfare 3 halt schon klar dominieren, aber ich finde, viel wichtiger ist dann die Zukunftsfrage,
ja, wie es mit den Spielerzahlen aussieht und nicht mit den Verkaufszahlen. Also ob zum Beispiel, wenn ME3 ist, viele we direkt wechseln zu einem anderen Spiel oder ob viele bei Battlefield bleiben, vielleicht auch viele bleiben, die vorher nur COD gespielt haben. Das ist, denke ich mal, eine viel wichtigere Frage, worum es, denke ich mal, auch DICE ging im Spiel beim Design, dass man halt ein paar COD-Spieler abgewinnen könnte. Und dementsprechend sieht man da, wird man da, denke ich mal, sehen, ja, wie sich die Konkurrenz da jetzt am Ende herausbilden wird und was das Ergebnis sein wird, kann ich eben noch nicht genau sagen. Und ganz wichtig ist dementsprechend auch, ja, ich bereue den Kauf auf keinen Fall. Also macht schon verdammt viel Spaß und ja, werde ich auf jeden Fall die Wochen bis ME3 only spielen, also keine anderen Spiele, denke ich mal. Und ja, ganz wichtig ist dementsprechend auch zu sagen, wenn ihr die Beta schon angezockt habt, aber eher abgeneigt wart vom Gameplay, dann würde ich auf jeden Fall auch euch dazu raten, trotzdem hier und da mal ja, einfach Videos anzuschauen oder auch mal das Spiel auszuleihen und anzuspielen. Ist ein bisschen schwierig mit EA, mit den ganzen Online-Pässen, die man da haben muss, aber vielleicht geht es ja irgendwie trotzdem. Weil das Endprodukt ist halt schon eine ganze Ecke weiter, als es die Beta war. Es liegt eben einmal am, ja, dass die Beta einfach veraltet war, was normal ist für eine Beta. Die muss erstmal durch einen Prozess laufen, bis sie angenommen wird. Und dementsprechend sind halt eben schon viele Sachen jetzt entfernt, die damals halt problematisch waren. Zum Beispiel die Hitboxen, die jetzt eigentlich besser funktionieren. Die Sniper sind dann auch weniger frustrierend, weil die weniger One-Shots machen, die semi-automatisch eigentlich gar nicht mehr. Und ja, Bugs gibt es ja nur ganz kleine, zum Beispiel, dass man eben, dass die Gegner da mit der Hälfte ihres Körpers an der Wand verstecken und so, aber sonst sind eigentlich nur minimale Dinger dabei. Und ja, im Waffenbalancing wurde auch hier und da was geändert, an der UMP zum Beispiel, die halt sehr stark war, die UMP, genauso wie in MW2, PB2000, ein paar andere Waffen wurden auch angepackt, von daher ist es schon besser. Und der Serverbrowser macht halt auch noch hier und da Probleme, aber das ist ja halt heutzutage leider schon, ja, Gewohnheitssache eben, dass halt große Spiele an Release-Tagen Probleme machen und ich denke mal in Zukunft wird das behoben werden und der Serverbrowser ist natürlich auch eine coole Sache, denke ich mal, und eigentlich auch die Zukunft, finde ich, so auch für die Konsolenspiele sollte es zumindest so sein, dass man eben als Spieler mehr Einfluss hat auf die Spielsuche und so weiter. Hoffe ich zumindest, dass sich das irgendwann mal durchsetzen wird, vielleicht für die nächste Konsolengeneration oder so, wird man dann sehen können. Aber ja, im Moment halt leider noch die Seltenheit. Und ja, ganz wichtig, vor allem auch die Map Operation Metro hat sich halt, hat halt wenig mit dem Spielgefühl gemeinsam, was man jetzt so erleben kann. Also die Maps sind jetzt halt, jetzt auf Team Deathmatch nicht unbedingt, aber auf den anderen Spielmodi eben deutlich offener, nicht so linear, eben auf jeden Fall auch definitiv beeindruckender. Und daher würde, wenn ihr halt generell ein Shooter-Fan seid, aber von der Beta eher abgeneigt wart, gebt dem Spiel noch eine Chance. Und wenn ihr mit Battlefield generell wenig anfangen könnt, ist es halt auch nicht verkehrt, denn dann spielt ihr das Spiel halt nicht, aber. Ja, das ist halt eben auch kein Ding. Ich denke, jeder hat eben seine Präferenzen und ja, das Spiel hat halt ein paar Elemente, die sich von den anderen Teilen unterscheiden. Das Ganze ist eben mehr COD-ähnlich, aber es ist eben trotzdem noch durch und durch ein waschechter Vertreter der Battlefield-Serie, denke ich. Von daher ist das so meine Meinung zu der Sache. Und ja, leider ist meine HDP vorher in der letzten Minute der Aufnahme abgeschmiert. Das heißt, ja, ich habe leider ja, nicht alles aufgenommen. Die letzte Minute fehlt. Ist zwar ein bisschen ärgerlich, weil ja, da habe ich auch noch ein bisschen gebasht, sag ich mal, aber ja, der Endscore war trotzdem, denke ich mal, ganz zufriedenstellend. Und allgemein auch, wie gesagt, sehr defensiv gespielt, aber das ist, sag ich mal, einfach auch vor allem für den Anfang erstmal zu empfehlen für euch, dass ihr dann eben euch hier zurückhält, erstmal die Maps kennenlernt. Das kennt man ja vor allem aus COD und so, dass man am Anfang ein bisschen planlos ist und dann mehr, nach und nach immer mehr sich sicherer fühlt auf der Map. Und das ist hier bei Battlefield genauso. Also mit der Zeit kommt das auch, dass man automatisch halt die richtigen Spots kennt, wie man sich bewegen muss. Die Spawns vielleicht im Team Deathmatch auch ein bisschen lernt, dass man eben auch weniger von hinten gekillt wird und dann auch ein bisschen aggressiver spielen kann. Aber dementsprechend lief es eigentlich überraschend gut für mich, was ich in vorherigen Runden nicht unbedingt erlebt habe und konnte das am Ende mit einem 26 zu 4 beenden. Und leider, wie gesagt, leider fehlt ein bisschen was. Und ich würde sagen, danke fürs Anschauen, bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao.